ist dann nervös. Das ist, ist das erste Video, wo ich bei dir weiß. Abwägen! Hör ich um meinen Mund und schon rein. Okay. Hör ich? Ja, überall. Spaß. Du musst übrigens in die Kamera gucken, ich weiß gar nicht, was du gesagt hast. Das ist ja nicht logisch, ne? Hallo? Ja. Einem neuen Video von mir. Ich habe heute mein Favorite Girl am Start und sie ist zum ersten Mal hier, also seid bitte nett. Zum ersten Mal auf YouTube. How exciting. Stimmt, oh mein Gott. Mia ist ja auch vegan und deswegen machen wir heute einen veganen Schokotest. Also nicht deswegen, aber einfach weil Schokolade geil ist und weil wir vegan sind und weil dieser Kanal vegan ist. Ein Grund, Schokolade zu essen. Das ist eigentlich eine Ausrede, Schokolade zu essen. LOL! Ja, wir haben hier 4 am Start. Ich hab gedacht, 4 reichen, oder? Also 10 wären jetzt auch kein Problem gewesen, aber... Nein, ist 4, denke ich, auf jeden Fall schon mal einen guten... Einfach, um zu zeigen, schon mal, wie viel Ausweis überhaupt gibt. Ja, es ist halt, das ist nur so ein Minimum. Also bei Schokolade ist es ja so, in der Regel sind alle Zartbitterschokoladen vegan. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen, da sind die nicht vegan. Da packen die dann noch so Butter einfach rein, ich hätte mir so... Buttermilchpulver. Hä? Und dann gibt es natürlich noch Marken, die vegan sind, zum Beispiel Vivani. Ich glaube, Vivani ist komplett vegan. Und Tide Shop ist auch komplett vegan. Die haben auch ganz geile Sorten. Und das ist meine Lieblingsschokolade. Meine auch. Obwohl nur Chaos auch geil. Die gab es ja jetzt heute ja, leider nicht. Machen wir einfach nochmal ein eigenes Video, weil die haben so viele verschiedene Sorten und dann testen wir einfach die ganzen Sorten. Ja, geil. Und dann machen wir auch so ein Sponsoring und so Hashtag Werbung und so. Ja. Hier ist übrigens nichts von gesponsert, falls es jemand denkt. Okay, womit fangen wir an? Ich bin verrückt. Achso, die habe ich auch gekauft. Das ist eine von Gut und Günstig Edeka. Einfach um zu gucken, ob die günstigste Schokolade auch geil ist. Wir fangen jetzt erst mit Vivani an. 2,25 € bei Bio Company gibt es die zum Beispiel. Aber bestimmt auch noch mal annehmen. Ich glaube, ich habe die bei Edeka oder Osmo auch schon gesehen. Und auch keine Kinderarbeit, also auch sogar Fairtrade. Und die Info hier ist kompostierbar. Das ist natürlich schon mal ein fetter Pluspunkt, finde ich. Von Holzfasern gefertigt. Die Verpackung war auf jeden Fall schön. Ja, das ist richtig gut. Und auch, dass sie Fairtrade ist, anscheinend, ist auch nochmal auf jeden Fall. Tschüss. Oh wow, die ist mächtig. Uiuiuiui. Ist natürlich jetzt schwierig, das zu bewerten, weil es ja 20 verschiedene Sorten gibt oder so. Wir haben jetzt hier dunkle Nougat. Aber du schmeckst ja trotzdem schon die Schokolade. Und ich liebe Nougat, muss ich sagen. Und es ist gut, dass sie so cremig ist. Weil sonst sind die auch so, so trocken irgendwie. Aber durch Nougat ist es eigentlich immer cremig. Ja, oder? Das stimmt. Aber das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich die schon bewerten kann, bevor ich die anderen. Ich finde schon geschmacklich, also eigentlich sage ich schon eigentlich eine 4. Ja, würde ich auch sagen. Ich finde ein bisschen Tomate auch schon richtig geil. Ist schon richtig also geil. Schon eine 4. Ich glaube auch, wenn du das im Kühlschrank tust, wird es noch richtig geil schmecken. Deswegen eine 4 ist es auf jeden Fall. Könnte ich niemals eine ganze Tafel essen. Ich auch. Ich auch. Ja, eigentlich schon. Nein, wirklich. Also aber es ist schon ein bisschen. Nicht. Es ist schon ziemlich mächtig. Ich mag es auch richtig, wenn du so eine Schokolade so richtig. So beißen kannst du, die ist nicht zu weich. Stimmt. Deswegen, ich glaube, im Kühlschrank wäre die geiler. Ja. Tut sie mit im Kühlschrank. Aber die hat 2,25 € gekostet, das finde ich schon... Nee, für alles das, was sie bietet, plastikfreie Verpackung, ja, Fairtrade-Schokolade, 5 von 5. Für den Preis alles voll okay. Nee, die jetzt zuerst. Die? Okay. Ja, die. Günstig, ich glaube, die hat 70 Cent gekostet oder so. Also Verpackung finde ich auch null ansprechend, das ist nicht. Trennen für die Umwelt steht hier drauf, wow. Ja, okay. Ist die überhaupt Fairtrade? Steht hier nicht. Also ich sage 1. 0. Was wäre denn noch schlechter? Weiß ich nicht. Nicht, weiß nicht. Okay, das war 1. Das ist aber eine gute Festigkeit. Ne? Ja, ich finde fast ein bisschen zu trocken. Trocken? Hm. Inwieweit kann Schokolade denn trocken sein? Ein bisschen bröckelig. Ich finde, die schmeckt ein bisschen weird, oder? Also sie hat mich überhaupt nicht umgekehrt. Es hält auch nur 50% Kakao. Ich finde so Zartbitter auch so 70% ziemlich geil. Hast du mal so eine 99%? Boah. Es schmeckt so scheiße, oder? Aber wenn du dir aber ein Stück davon abmachst,
von dieser 99%, dann, weil die dich so wach macht durch den dunklen Kakao, I don't know, googelt it. Okay. Dann kann man es voll gut so zum Lernen oder so benutzen. Einfach so ein Stück. Aber irgendwie ist es schade, dass wir jetzt schon bei der Hälfte sind. Ja, auch viel zu schnell. Also was geben wir dir eigentlich für Geschmack? Achso. Zwei. Ja. Aber für 70 Cent vom Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist schon so eine 3, ja. So, weil der Preis ist 5, oder? Ja. Eichok. Toll. Ja. Aber das ist halt, das ist eine helle Schokolade. Das ist halt cool, weil es keine dunkle Schokolade ist. Das sind alle Leute noch so. Die sind immer so, ich will aber nicht vegan, weil ich keine Schokolade mehr essen und da mag ich nicht. Check this. Alles gut. Irgendwie richtig gut. Oh Gott, okay. Oh Gott, it's so good. So good. Einfach für so eine gute Milka-Nussschokolade. Ah, die ist richtig lecker. Wie teuer war die? 1,95. Das ist ja noch besser als die. Ja, aber wir sind ja eigentlich wieder doch 4 Sterne besser. Ja, stimmt. Und das sind dann 5 Sterne beim Preis. Und die finde ich auch noch lecker, glaube ich. Ja, ich auch. Obwohl, nur von der Konsistenz, glaube ich. Weil die fand ich schon geiler mit Nougat. Echt? Ich finde die schon geiler mit den Nüssen, muss ich eigentlich sagen. Scheiße, ich würde dir trotzdem 5 geben. Ah, oh, schwer. Scheiße. Dann gebe ich dir 3,75. Vom Geschmack her. Das kannst du nicht machen. Doch. Ich will so Sternenbewertung reinmachen. Da kann ich keine 0,75 Sterne machen. Ah, oh, fuck. Aber kannst du einen halben Stern hin? Nee. Okay, dann geben wir dir auch 4. Dann runden wir auf. Ist auch 4. Und Preis aber auch 5, ne? Und Verpackung auch 5. Ja. Also das kann man, die kann man auf jeden Fall empfehlen. Hier die ist mega. Und die anderen Sorten sind auch mega. Okay. Oh, ey. Aber es ist eine Plastikverpackung, ne? Ja. Ist halt nicht so geil. Aber das ist Fairtrade, Organic, kein Palmöl. Ja, ich würde das schon 4 geben, glaube ich, oder? Für die Verpackung? Naja, für die Sachen, die dahinter stehen. Sind es halt eine 5. Ja, aber das war auch bei denen alles. Okay, ja, dann ist es eine 4, weil es ist so die Mischung. Schon so geil. Sind halt auch solche Brocken. Ja, also das Ding hat auch 150 Gramm. Die haben alle 100. Nee, die hat sogar mal. Oh, das haben wir nicht mitbedacht. Die hat nur 80 Gramm. Und kostet trotzdem 6 Euro. Achso. Und die hat 100? Ja. Tschüss. Alter, die ist so mächtig. Aber ich schmeckt doch, die schmeckt auf jeden Fall noch geiler. Das ist die allergeilste. Ich denke das immer, aber dann nehme ich direkt von Leicht an mit direktem Vergleich. Die ist so krank, weil die so geil cremig ist. Mhm. Aber die im Kühlschrank ist das Beste. Die ist wie eine Mischung aus den beiden. Mhm. Okay, 5 Sterne auf jeden Fall. 6. Einfach 6. Wir finden noch einen. 6. Aber es ist ohne Witz, ich würde für die 100 Euro zahlen. Schon. Die kostet halt 3,62 Euro, das wäre sogar kompliziert, sonst kostet die 3,99 Euro. Aber da ist anderthalb mal so viel drin. Ich verstehe also nicht ganz, warum die für den teuren Preis nicht wenigstens kein Plastik nehmen könnten. Ja, verstehe ich auch nicht. Ich würde lieber Preis in das Spiel geben. Mhm. Aber dafür, dass halt wieder so Preis-Leistung ist, dafür du kriegst so viel Leistung für den Preis. Aber und du brauchst halt auch nicht so viel. Also so ein ganzes Stück, Alter. Deswegen die im Kühlschrank tun und dann immer so ein Stück pro Tag reicht. Ja, also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall der Winner. Ja. Auf jeden. Obwohl, ich muss sagen, so, na, wenn man jetzt so sich die Schönheit der Verpackung anguckt, ist die echt hässlich. Ja, okay. Und die sind so richtig schön. Ja, die ist halt total schön von Ivani. Vego macht mal eine andere Verpackung. Findet man ahnt überhaupt nicht. Weil das ist so geil, auch, dass sie vegan ist, weil, okay, Vego, ja. Aber hier steht vegan drauf, da steht vegan drauf und hier ist halt nur so oben. Naja, trotzdem geil. Das ist auch noch okay. Jetzt wissen es ja alle Follower, dass die vegan ist. Die war echt scheiße, die muss man nicht... Alter! Ja, die kann man zum Kochen, zum Backen. Ja, zum Backen oder wenn ihr einfach gerade broke-ass Motherfuckers seid, dann könnt ihr... Dann kauft ihr euch einfach trotzdem nicht. Kauft euch halt eine Schokolade. Wobei ich muss sagen, die von Penny, die Zeit bitte, die fand die ich immer recht gut. Ja, und die ist auch günstig. Deswegen müssen wir noch einen Teil 2 machen. Die machen wir auf jeden Fall noch einen Teil 2. Aber fürs Erste kostet die Reihenfolge. Alright, Freunde.
Freunde, das war's mit diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn ihr andere Schokoladentipps habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Oder schickt sie uns einfach direkt an die Adresse, die wir jetzt hier an dieser Adresse betreiben. Ja, ich hoffe, wenn es euch gefallen hat, abonnieren nicht vergessen, die Glocke aktivieren, wie immer. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.